meine Lieben und willkommen zu diesem Video. Ich habe mir mal gedacht, ich vergleiche meine jetzige Ernährung mit der, die ich damals hatte. Und ich glaube, nicht jeder von euch weiß, wie ich mich damals ernährt habe. Glaubt wirklich, ich war schon immer sportlich und glaubt mir, dem ist nicht so. Aber auf jeden Fall, dieses Ganze hier da hinten bitte ignorieren. Mein Schreibtisch ist ein bisschen unordentlich. Ich habe ja 4 Jahre lang an der Uni studiert, bevor ich dann später Referendarin wurde. Und vor allen Dingen in den ersten 4 Jahren meiner Ausbildung war eher Nullsport angesagt. Genauso wie in der Schule, so wenig wie möglich. Und Ernährung war so richtig studententypisch. Schnell satt werden, günstig satt werden, gucken, dass es einem irgendwie schmeckt. Ich war eigentlich früher keine Vegetarierin, aber ich habe es natürlich trotzdem probiert, vegetarisch zu halten. Deswegen wurde es natürlich auch vegetarisch. Und der Vergleich zu dem, wie ich mich heute ernähre, ist schon sehr interessant, weil ich heutzutage ganz anders esse. Ich mache heute sehr viel Sport, achte auf meine Ernährung, gönne mir aber trotzdem Sachen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie ich mich damals als Studentin, was schon über... Vor 10 Jahren hat es angefangen und heute im Vergleich entwickelt hat. Es gibt ein ganz typisches Frühstück für mich und das ist jetzt im Sommer so eine Smoothie Ice Cream Porridge Bowl. Und dazu nehme ich mein Basis-Porridge. Das findet ihr ja, und die meisten wissen das von euch, das findet ihr im Rewe. Und an der Seite seht ihr auch so ein schönes Bildchen von mir. Und das Porridge kann man nicht nur sehr schön warm essen, man kann es auch zum Beispiel, wie ich jetzt, in so eine kalte Ice Cream Bowl machen. Und dann habt ihr noch sowas richtig schön Gehaltvolles drin. Ihr habt auch richtig schön Protein dabei. Und was ich noch immer in meine Smoothie Bowl derzeit mache, ist frische rote Beete, ein Stück. Dann nehme ich, und das wissen viele nicht, immer die Blätter der roten Beete, also auch die Stängel, die friere ich mir sogar ein. Die sind jetzt gefroren, weil die sonst ziemlich schnell lummelig werden. Und ich friere sie ein und dann tue ich sie mir deswegen in den Shake, weil sie haben noch sehr, sehr viel mehr gute Inhaltsstoffe im Vergleich zur Beete unten, die hängt. Dann gefrorene Banane, eine Selleriestange. Hier habe ich auch eingefroren vom Winter, habe ich Schwarzkohl, also nicht Grünkohl, sondern Schwarzkohl. Dann habe ich Ingwer, Leinsamen geschrotet für die Verdauung und dann noch ein bisschen Wasser und das ergibt eine richtig, richtig leckere Bowl, die richtig schön süß ist. Und dann gebe ich meistens noch ein bisschen Nussmus drüber. Das ist jetzt so ein typisches Frühstück von mir. Ich finde, das ist so eine super Verbindung zwischen gesund, schmeckt trotzdem nach Nachtisch. Und ich habe auch die Proteine durch mein Porridge drin und es kühlt schön im Sommer. So, das ist ein ganz typisches Frühstück für mich gewesen, damals in der Uni. Ein Roggenbrot, eigentlich vom Discounter. Und damals habe ich immer diese Servilette-Wurst gerne gegessen. Jetzt habe ich mir natürlich vegetarische Salami aufgemacht und ich habe immer richtig dick Wurst drauf gemacht. Und dazu gab es damals immer ein Schoki, hier extra aus dieser Blechpackung, aus Plastik. Ich habe auch damals immer mein Essen in Alufolie eingewickelt, typisch Student. Und das war eigentlich für mich noch der Gedanke, dass es gesund ist, weil es Roggenbrot ist und es sieht so dunkel aus. Und bei der Servilette-Wurst habe ich immer gedacht, da ist weniger Fett drin. Mittagessen für mich. Kartoffeln gab es von gestern noch und die habe ich jetzt einfach klein geschnitten. Ich hatte auch noch Karottensalat von gestern und jetzt habe ich mir noch Tofu mit Zwiebeln und Pilzen kurz angebraten. Dann gibt es hier noch ein bisschen Gurke und ich trinke an einem großen, großen Glas Fass Wasser und währenddessen werde ich jetzt noch ein bisschen am PC arbeiten. Auf jeden Fall jetzt ganz andere Sachen wie zu meiner Studentenzeit. Es gibt super viel vegan, vegetarisch in Freiburg. Und jetzt habe ich Hirtenkäse, ist es genau, mit Salat und Brot genommen. Damals war eher für mich so der schnelle Teller sehr, sehr oft dabei. Da gab es sehr oft Spaghetti oder Reis. Aber heute tatsächlich sehr viel Gesundes und der schnelle Teller war heute mit Fleisch. Deswegen war das hier meine vegetarische Alternative und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie es schmeckt. Es ist okay, halt typisch Mensa-Essen. Was damals auch für mich so typisch war, ich habe immer Apfelsprudel getrunken und Apfelschorle ist ja, das kann man sich mal gönnen, ist nicht das Schlimmste, aber es ist halt trotzdem ziemlich zuckerhaltig mit 6 Gramm Zucker auf 100 Milliliter und wenn man das Ganze trinkt, sind es natürlich schon ein bisschen Zucker, aber ich habe das damals immer für super gesund gehalten.
esse immer noch super gerne Nudeln. Deswegen gibt es zum Abendessen nicht ganz normale Nudeln, sondern Dinkel-Vollkornnudeln, diese Spiralen. Und ich gucke, dass ich da nicht so Riesenportionen draufhäufe mehr, sondern gerne auch sehr, sehr viel mit Gemüse arbeite. Deswegen habe ich jetzt hier so eine Carbonata gemacht und hatte immer noch ein paar Kartoffeln übrig. Deswegen kamen die dazu. Ich habe hier selbstgemachtes Pesto. Natürlich habe ich das dann auch fettärmer gemacht, weil sonst sind die immer super fettreich. Und das ist Basilikum aus unserem Garten und noch Salat von gestern. Also bei dem Geschmack kommen bei mir echt Studentenerinnerungen hoch und ich muss sagen, es schmeckt mir immer noch sehr, sehr gut. Was mich sehr geschockt hat, wirklich geschockt war, war die Portionsangabe auf der Packung. Das hier ist eine Portion. Man soll 3 Portionen für die bisschen Nudeln rauskriegen. Und ich weiß noch, damals hat mich das brutal gesättigt und es hat mir auf jeden Fall für 2 Tage gereicht, also für 2 Essen. Und heute denke ich mir, ich inhaliere diese Nudeln fast. Und ich merke, wie ich damals nicht unbedingt mehr gegessen habe, aber falsch sicherlich oder halt nicht gesund vor allen Dingen oder nicht so, dass ich genug Nährstoffe in mich reinbekommen habe. Und natürlich habe ich mich auch viel zu wenig bewegt. Und deswegen konnte ich einerseits nicht so viel essen, weil ich dann nicht so viel Hunger hatte. Andererseits war auch natürlich meine Körperzusammensetzung ganz anders. Ich hatte super wenig Muskeln und hatte super viel Fettanteil einfach im Verhältnis. Und wer sich wundert, warum die Soße bei mir an der Seite ist, das liegt daran, dass ich die Nudeln auch immer so ein bisschen ohne Soße esse und ein bisschen mit. Jetzt so 2 Beispieltage für heute und damals. Es gibt natürlich heute wie damals Zeiten, wo ich ungesünder oder gesünder gegessen habe. Aber das waren schon sehr typische Beispiele, wie es derzeit und damals abgelaufen ist. Was ich super interessant finde und was ich auch nicht gedacht hätte, erst durch das Ausrechnen habe ich das wirklich gemerkt, dass meine Kalorien sich gar nicht groß verändert haben. Und trotzdem war es tatsächlich so, dass ich damals in der Studentenzeit 10 Kilo zugenommen habe zu meinem Ursprungsgewicht. What? Und ich habe meine ganze Schulzeit überhaupt keine Schwankungen irgendwie mit meinem Gewicht gehabt, aber in der Studentenzeit 10 Kilo. Und das war schon erheblich für mich, auch wenn man das nach außen nicht wirklich gesehen hat, weil ich ja schon von Natur aus sehr schlaksig, dürr war eher. Und was interessant ist, ist auch zu sehen, wie unterschiedlich Nährwerte sich zusammensetzen können und vor allen Dingen, wie sich Essen zusammensetzen kann. Weil von der Makronährstoffverteilung, also Fett, Kohlenhydrate, Protein, wirkt es gar nicht so anders. Aber wenn man viel tiefer geht und wenn man dann auch in die Mikronährstoffverteilung geht, also Vitamine und Ähnlichem, wird man merken, wie unterschiedlich Ernährung sich zusammensetzen kann und wie unterschiedlich gesund und nicht so gesund aussehen kann. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä, warum hast du damals 10 Kilo zugenommen? Liegt es tatsächlich so viel am Sport? Ich glaube nicht, dass es so viel an dem täglichen Bewegung liegt, weil ich damals mich natürlich mehr bewegt habe, in dem Sinne, dass ich viel zu Fuß gegangen bin, dass ich viel mit dem Fahrrad gefahren bin, aber mein Körper war ganz anders. Heutzutage setze ich meinen Körper natürlich viel mehr noch aus Muskulatur zusammen, weil ich sehr, sehr viel Sport mache. Und damals war Sport in der gesamten Uni-Zeit absolut tabu. Ich glaube, ich war einmal beim Unisport. Und deswegen bestand mein Körper natürlich aus viel, viel weniger Muskulatur. Und Muskeln, wissen wir ja, ist ein Kalorienfresser. Und wenn ihr davon wenig habt, könnt ihr natürlich auch weniger essen. Und heutzutage kann ich viel mehr essen und nehme natürlich trotzdem nicht zu. Aber mein normaler Grundumsatz lag damals bestimmt nicht bei knapp 2000 Kilokalorien, wohl eher bei 1700 oder 1800. Und so habe ich immer stetig immer ein bisschen mehr zugenommen in den 4 Jahren, bis ich dann die Reißleine gezogen habe. Aber ich fand es auf jeden Fall super interessant, das zu sehen und zu sehen, wie ich jetzt mich gesund satt essen kann mit natürlichen Lebensmitteln, die eine viel geringere Kaloriendichte haben. Und das Essen macht trotzdem noch Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr es cool fandet, dass ich mal so ein bisschen Zeiten verglichen habe. Ich kann auch gerne mal andere Zeiten aus meinem Leben vergleichen oder vielleicht Ideen von euch aufnehmen. Tschüss! I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about